Präsident, Tierwohlleistung honorieren, gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung umsetzen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Wer mehr Tierwohl will, wer die Landwirte auffordert, Haltungsmethoden umzusetzen, die aufwendiger sind und für das Tier im Zweifelsfall komfortabler, der muss das auch bezahlen. Insofern ist diese Überschrift stimmig. Ich will ein Beispiel nennen. Wir wollen die Weidehaltung in Niedersachsen voranbringen. Da sind sich wohl alle einig. Ich will mal aufzeigen, was dann in der Praxis daraus gemacht wird. Wir haben eine EU-NEC-Richtlinie, eine Richtlinie, die den Ammoniakausstoß begrenzen soll, und die schlägt direkt bis auf unsere Betriebe hier vor Ort durch. In der EU hat man sich nun ausgedacht, man will den Ammoniakausstoß unterschiedlich stark begrenzen. In Deutschland will man 29% erreichen, in Frankreich aber zum Beispiel nur 13% und in Großbritannien 11%. Da habe ich gedacht, oh, liegen wir so weit hinten, sind die anderen so viel besser als wir? Da muss man sich die Begründung auf der Zunge zergehen lassen. Man möchte in Deutschland höhere Ziele erreichen, weil die deutschen Landwirte in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie besser sind, dass sie mehr erreichen. Und deswegen setzt man für Deutschland gleich höhere Ziele an. Das muss man sich mal vorstellen. Wir werden für unseren Erfolg und für die guten Leistungen bestraft und es werden sofort Ziele definiert, die das nächste EU-Vertragsverletzungsverfahren schon vorprogrammieren, genauso wie wir es bei der Nitratbelastung sehen. Deutschland meldet seine Werte aus einem Belastungsmessnetz. Und dann wird behauptet, Deutschland läge in der Nitratbelastung des Grundwassers auf dem vorletzten Platz. Richtig ist, wenn man durchschnittliche Werte nimmt, dann liegt Deutschland im Mittelfeld. Nun können wir das Ziel haben, gemeinsam wesentlich besser zu werden. Aber wenn man von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht und die Landwirte an den Pranger stellt, dann erreicht man das Gegenteil und nicht Fortschritte. Und man überlastet unsere Landwirte, die Spitzenleistungen erbringen, durch derart ungleiche Forderungen. Als Folge darauf sagt die Bundesministerin, die Bundesumweltministerin Frau Hendricks, wir wollen Ammoniak reduzieren, also wollen wir die Tierhaltung in Deutschland halbieren. Sagt ihr einfach mal so. Der Umsatz allein in der Milch- und Fleischwirtschaft beträgt 75 Milliarden Euro, meine Damen und Herren. Das ist ein Generalangriff auf den ländlichen Raum. Die Landwirtschaft ist bei uns in Niedersachsen im ländlichen Raum der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Und wer einfach mal so in den Raum stellt, weil solche Ziele ungleich definiert werden in der EU, man wolle die Tierhaltung halbieren, der greift schwerwiegend in die Zukunftsentwicklung unserer ländlichen Räume ein und ruiniert die Landwirtschaft. Das können wir auf keinen Fall mitmachen, und das ist das Gegenteil von Tierwohlleistung honorieren. Die Ringelschwanzprämie, meine Damen und Herren, würde alleine, wenn man sie hochrechnet auf alle Tiere, das wissen wir, 1 Milliarde kosten die Landwirte. Das Düngegesetz wird für Deutschland mit 3 Milliarden Mehrkosten etwa angesetzt. Das sind alles Belastungen, die auf die Landwirte zukommen. Statt jetzt aber durch AfP-Leistungen die Landwirte in die Lage zu setzen, auch Ställe zu bauen zum Beispiel, die mehr Tierwohl bedeuten, wird das reduziert. Meine Damen und Herren, wenn wir es ernst meinen damit, dass wir mit den Landwirten zusammen Tierwohlleistungen auch honorieren wollen, dann müssen wir diese Politik der zusätzlichen Belastungen und der Überforderungen der deutschen Bauern, die im internationalen Vergleich absolute Spitze sind, dann müssen wir hier zu einer völlig anderen Politik kommen und müssen faire Bedingungen für unsere Landwirte schaffen.